Diese Sendung widmet Ihnen 4WD, Internationales Allradmagazin und Botros Tours. Meine Damen und Herren, es ist schon wieder einmal soweit. Ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Umwelt-, Wirtschaft- und Tourismusmagazins hier auf Austria 9 begrüßen. Die heimische Wirtschaft wird ja getragen von ihren tausenden Handwerks- und Gewerbebetrieben, mit ein Grund, warum es dort so bergauf geht. Wir waren bei einer Fachgruppentagung der Wiener Wirtschaftskammer, wo unter anderem Unternehmen für ihre gute Mitarbeiterausbildung prämiert wurden. Unter dem Motto Gemeinsam erfolgreich standen am 4. und 5. Oktober die Fachgruppentagungen der Sparte Gewerbe und Handwerk. In der heutigen Zeit kann niemand mehr alleine alles wissen. Umso wichtiger sind heute Netzwerke, wo man gemeinsam miteinander zusammenarbeitet und damit Synergieeffekte bringt und hier bessere Leistungen zum Wohle der Gemeinschaft und natürlich auch für den betrieblichen Erfolg zusammenbringt. Es sollten teilnehmenden Unternehmen einen Impuls geben zu neuen Erfolgen in der Zukunft. Dazu fällt mir ein, dass ich eben meine liebe Kollegin hier, die so wie ich eigentlich russisch Dolmetscherin ist, seit einem Jahr erst kenne und seit wir uns kennen, wir wirklich alles gemeinsam machen, alle Aufträge teilen und sehr, sehr erfolgreich sind damit. Für mich ist es sehr wichtig, aus einem Grund, nämlich ein Netzwerk ist ein Erfolg. Kein Netzwerk, kein Erfolg für mich. Erstmals fanden diese für 11 Innungen gemeinsam, begleitet mit einem Informations- und Unterhaltungsprogramm unter dem Dach der Wiener Hofburg statt. Das Gewerbe und Handwerk nimmt in Wien mit über 38.000 Mitgliedsbetrieben eine Schlüsselposition ein. Sie alle stehen für Qualität, schaffen Vorsprung durch Innovation und fördern so den Wettbewerb. Gerne wird auch vom goldenen Handwerk gesprochen. Die Stärken des Gewerbes, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe liegen vor allem in der persönlichen Betreuung ihrer Kunden. Gewerbe ist gelebte Nahversorgung. Nur die Gewerbe- und Handwerksbetriebe wissen um das Wohl und um die Bedürfnisse ihrer Kunden und befriedigen diese tagtäglich. Um die Dienstleistungen und die handwerkliche Qualität, für die Wiener Betriebe bekannt sind, aber halten und ausbauen zu können, werden bestausgebildete Facharbeiter benötigt, die wiederum von ambitionierten Ausbildern geschult werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zum einen jene Unternehmer vor den Vorhang bittet, die bereit sind, Know-how weiterzugeben, damit es nicht verloren geht. Wir haben in Österreich eine sehr lange Tradition an handwerklicher Geschichte und an handwerklichem Know-how. Das Weitergeben ist das eine und auch sich um die Ausbildung Heranwachsender zu kümmern. Um ihnen für ihr Engagement gebührende Anerkennung zu zollen, wurde deshalb im Rahmen der Veranstaltung Gemeinsam erfolgreich 2011 bereits zum dritten Mal die goldene Ausbilderhand verliehen. Was bedeutet dieser Preis dem Ausbilder? Sehr viel, ganz viel. Unsere Zielrichtung ist, mit Mitarbeitern umzugehen, Mitarbeiter einfach zu motivieren, mit Menschen sein zu lassen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn man einer Jugend heute eine Chance gibt, dann hat man, glaube ich, in 10 bis 20 Jahren diese Fachkräfte bei uns, die wir brauchen. Wir Unternehmen brauchen, dass unsere Wirtschaft angekurbelt wird, unsere Wirtschaft funktioniert. Gut ausgebildete und qualifizierte Facharbeiter sind die Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Tragende Säule dessen ist die duale Berufsausbildung. Die Kombination von praxisorientierter Ausbildung in den Betrieben und der Wissensvermittlung in der Berufsschule ist international anerkannt und hat Vorbildwirkung. Bildung ist eigentlich die einzige Ressource, auf die wir als kleines Land zurückgreifen können. Wir haben keine Rohstoffe, wir sind nicht viele, die in der Massenproduktion realisieren können. Also Bildung ist das, was es ausmacht, dass wir als so kleine Volkswirtschaft uns so gut behaupten können und auch weit über die Grenzen hinaus wirken können. Und dafür zu sorgen, dass auch unser Nachwuchs diese Bildung bestens erhält, dafür stehen wir als Wirtschaft ganz insgesamt, aber dafür steht natürlich das Handwerk und Gewerbe ganz besonders, weil es der größte Lehrlingsausbilder ist und genau sicherstellt,
dass diese Qualifikationen erworben werden, auf die man dann später aufbauen kann und künftige Erfolge aufbaut. Mehr als die Hälfte aller Wiener Ausbildungsbetriebe sind im Gewerbe und Handwerk zu finden. Gewerbe und Handwerk bildet ein Drittel aller Wiener Lehrlinge aus. Nicht umsonst bildet das noch immer goldene Gewerbe und Handwerk das Herzstück der Wiener Wirtschaft und verbindet Tradition mit Innovation. Die Einpersonenunternehmen machen in letzter Zeit vermehrt von sich reden. Worin liegt ihre Bedeutung? Sie sind Nahversorger, so wie viele andere unserer Gewerbebetriebe, aber sie sind vor allem Dienstleister. Sie sind Dienstleister für unseren Lebensstil. Sie sind Dienstleister für den urbanen Lebensstil, gerade in einer Stadt wie Wien. Denken Sie an die Arbeitssicherheit, an Sicherheitsfachkräfte etc. Die bringen eigentlich das, was sozusagen für uns Einzelne in unserem persönlichen Leben die Lebensqualität ausmacht. Waren die Fachgruppentagungen also letztendlich ein Erfolg? Ich glaube, wir können schon sagen, dass es ein voller Erfolg war. Wir haben über 1000 Besucher hier gehabt. Wir haben wunderbare und sehr erfolgreiche, konstruktive Gespräche und Tagungen gehabt. Summa summarum, ein Erfolg. Wir befassen uns in diesem Magazin auch mit Umwelttechnik. Und da spielt natürlich die Elektromobilität eine immer größer werdende Rolle. Waren es zuerst nur die Fahrräder, dann die Mofas, kommen jetzt auch schon die ersten Autos mit Elektroantrieb. Und wie da der Stand der Technik ist, hat man auf der dritten IKATEC in München gesehen, aber auch bei der größten Sonderschau für E-Mobilität in Wels. Die umweltfreundliche Elektromobilität kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Das konnte man nun auf der nunmehr dritten internationalen Leitmesse für Elektromobilität, IKATEC, in München feststellen. Diese Messe, die auch in Paris abgehalten wird, zeigt die neuesten Trends in Sachen E-Mobilität. Da präsentieren nicht nur große Automobilkonzerne ihre elektrisch angetriebenen oder Hybridmodelle, sondern auch kleinere Unternehmen, die mit entsprechendem Erfindergeist aufwarten. Wir befinden uns derzeit noch in der Pionierzeit dieser Technologie. Aber wie wir bei der Entwicklung vom Handy zum Smartphone gesehen haben, schreitet hier die Technik mit Riesenschritten voran. Vor allem im urbanen Bereich können E-Mobile ihre Vorteile ausspielen. Sie sind leise und emissionsfrei, also blitzsauber bei Abgasen, die es gar nicht gibt. Eine echte Entlastung der Umwelt also. Vorläufig ist die Reichweite eines Elektromobils aufgrund der Batterieleistung noch sehr eingeschränkt. Ein Problem, das den Ingenieuren noch Kopfzerbrechen bereitet, sind Verbraucher wie Klimaanlagen oder Heizungen, die viel elektrische Energie benötigen. Ein deutsches Unternehmen, das sich mit Elektrofahrzeugkonzepten befasst, kann bereits mit einer ersten Lösung aufwarten, die beispielsweise im Ruf Porsche 911 eingearbeitet wurde. Ein Fahrzeug, das heuer im Flottenversuch läuft. Wir haben hier an diesem Fahrzeug ein neues Kühl- und Heizsystem entwickelt für Elektrofahrzeuge, wo es möglich ist, die Abwärme aus der Batterie zurück in den Innenraum zu speisen, was bedeutet, dass die Zuheizleistung wesentlich verringert werden kann und somit die Reichweite des Fahrzeugs tatsächlich auch in Reichweite umgesetzt werden kann und nicht in Heizleistung. Wenn diese neue Technologie zum Einsatz kommt, welches Einsparungspotenzial ist da vorhanden? Ja, die Messergebnisse sind noch nicht vollständig ausgewertet, aber wir rechnen hier mit einer Ersparnis von mehr als 15%. Ein weiteres Projekt dieses Unternehmens ist die Sicherheit in einem Elektrofahrzeug. Denn schließlich sind hier einige hundert Volt im Umlauf. Was wurde da neu entwickelt? In Bezug auf die HV-Sicherheit, dieses Fahrzeug wurde entwickelt rein aus dem Konzept oder vor dem Hintergrund, die HV-Sicherheit deutlich vorhanden zu haben, um bei einem Spannungspotenzial von 800 Volt jegliche Gefahrensituationen von vornherein erfassen zu können und letztendlich auch dagegen zu wirken können, um hier sozusagen die Sicherheit für Fahrer und vielleicht auch für Rettungspersonal deutlich auszuprägen und Sicherheit am Fahrzeug herstellen zu können. Ein weiteres Fahrzeug, für das solche Konstruktionen interessant sind, ist der Fisker Karma, eine Limousine, die sehr an einen Sportwagen erinnert. Mit einer Linienführung, die so manchen Großserienhersteller vor Neid erblassen lässt. Dieses aus Aluminium hergestellte Automobil wird elektrisch angetrieben und hat einen Benzinmotor als Range Extender an Bord.
Für Fahrten im Kurzstreckenverkehr reichen die 80 Kilometer, die nur elektrisch gefahren werden. ESG hat für diesen Wagen wichtige Engineering-Dienstleistungen erbracht. Wir haben bei diesem Fahrzeug das elektrische Bordnetz entwickelt. Wir haben die elektrische Systemarchitektur zu Fisker gebracht und haben dort die Vernetzung der Komponenten spezifiziert, integriert und am Schluss auch getestet. Welche Probleme gab es bei diesem Elektroauto mit dem Range Extender zu lösen? Die Herausforderung bei Fisker war, dass wir viele Komponenten verwendet haben, die bereits in anderen Fahrzeugen eingesetzt worden sind. Zum Teil sind es auch Eigenentwicklungen gewesen von Fisker. Zum Teil haben wir Standardkomponenten von gängigen Zulieferern verwendet. Und die mussten alle zusammen vernetzt werden, damit am Schluss die Funktion für den Fahrer zur Verfügung steht. Das betrifft jetzt zum Beispiel die Fahrregelsysteme, die Kommunikationssysteme, die Entertainment-Systeme und auch die Karosserieelektronik wie Fensterheber oder Sitzheizung, Sitzverstellung. Mit wie viel Power ist der Fisker Karma unterwegs? Der Fisker Karma ist ein serieller Hybrid mit einem Elektroantrieb. Zwei Elektromotoren mit jeweils 150 Kilowatt treiben die Hinterachse an. Die Batterie hat 23 Kilowattstunden und damit kann man 80 Kilometer elektrisch fahren. Wenn die Batterie leer ist, schaltet sich ein Benzinmotor dazu und kann die Energie zum Fahren dann erzeugen. Und wir können damit weitere 300 Kilometer wieder elektrisch fahren. Die Energie wird vom Benzinmotor erzeugt. Wie sich am Testparcours zeigte, ist das Interesse an der E-Mobilität ungebrochen. Kleine und große Autos können bereits elektrisch betrieben werden. Dieser Messe-Event ging mit einem neuen Besucherrekord zu Ende. Damit machen wir den Sprung von München in die oberösterreichische Messestadt Wels. Im Rahmen der traditionellen Welser PS-Show gab es bereits eine breite Palette von Elektrofahrzeugen zu sehen. Große Autokonzerne wie zum Beispiel General Motors präsentierten den Chevrolet Volt, der weitgehend baugleich mit dem Opel Ampera ist. Der Chevy wird elektrisch betrieben und hat einen Benzinmotor als Range Extender an Bord. Das ermöglicht Reichweiten bis 500 Kilometer. Aber auch Sportcoupés wie der Tesla Roadster 2.5 wurden gezeigt. Der schafft mit seinen 292 PS im reinen E-Antrieb immerhin gut 350 Kilometer. Von 0 auf 100 braucht er sagenhafte 3,7 Sekunden. Allerdings ist dieser automobile Elektrotraum jenseits von 100.000 Euro angesiedelt. Kommen wir also zur Realität. Die sieht anders aus. Die oberösterreichische Energie AG hat bereits einige Mitsubishi Almev angekauft. Zu Testzwecken. Ja, wir haben jetzt zwei Almev E-Autos im Einsatz, was wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, aber auch Kunden. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir schauen, wie geht es unseren Kunden dabei. Das heißt, wir verleihen diese Autos über Wochenende, über Woche und die werden dann aufgezeichnet. Also wir zeichnen diese Fahrten genau auf und dann sehen wir, wie es den Kunden dabei geht. Wir können feststellen, wie schaut es mit der Reichweite aus, wie schaut es im Winter aus, wenn die Heizung dazu geschaltet wird, wie schaut es im Sommer aus, wenn die Klimaanlage ist. Und die Erfahrungen zeigen, dass im innerstädtischen Verkehr das absolut das Nonplusultra sein wird, auch für die Zukunft und absolut okay ist. Bei den längeren Strecken, das wissen wir, ist derzeit noch nicht geeignet, aber dazu stehen wir. Aber das ist einmal Aufgabe, dass wir das einmal erforschen, wie es ausschaut und die entsprechenden Daten und Aufzeichnungen dann liefern können. Nun sind die ersten Testautos unterwegs. Welchen Eindruck hinterließen Sie bisher in der Chefetage der Energie AG? Wir haben gute Erfahrungen mit der neuen Generation der E-Automobile im Gegensatz zur ersten Generation vor 15, 20 Jahren, wo die Belegschaft nicht bereit war, das anzunehmen. Jetzt sind diese Fahrzeuge absolut technisch top, auch vom Komfort okay und daher sind sie eigentlich in unserem Fuhrpark voll akzeptiert. Wenn man nun beispielsweise den Preis eines Mitsubishi Almev betrachtet, der derzeit noch um die 35.000 Euro kostet, wird klar, warum sich die E-Mobilität noch nicht durchgesetzt hat. Das ist richtig. Ich erwarte aber, dass wir hier noch einiges an technologischen Sprüngen in den nächsten Jahren tun werden. Das heißt, es wird damit auch wohl einfacher werden. Die Batterien, das Handling, die Wiederaufladung, das ist ähnlich wie beim Mobiltelefon, wo früher das auch unhandlich war, übergewichtig etc. Und damit wird einhergehen sicherlich auch eine Reduktion der Kosten und damit des Preises. Und ich erwarte ja schon, dass in den nächsten 3, 4, 5 Jahren hier schon gewisse technologische wie auch preisliche Sprünge kommen.
Oberösterreichs größter Energiekonzern hat natürlich auf die neuen Herausforderungen reagiert. Deshalb wurde eine eigene Gesellschaft gegründet, die sich mit E-Mobilität befasst. Fair Energy nennt sie sich. Und wie fair ist dann der benötigte Strom eigentlich für den Betrieb der Fahrzeuge? Die Basis ist das intelligente Netz der Zukunft, das grundsätzlich ausgebaut werden muss in den nächsten Jahren. Da sind wir schon mit dran. Also wir haben schon an die 100.000 Zähler intelligente im Netz drinnen. Auch der Bereich Photovoltaik. Die Leute wollen selbst Strom erzeugen und mit diesem eigen erzeugten Strom aus erneuerbarer Energie mit den Autos fahren. Wesentlich ist, dass diese Infrastruktur auch entsprechend Geld kostet, der Aufbau. Wir investieren jährlich zwischen 60 und 70 Millionen Euro in diese Infrastruktur, damit wir unserem Qualitätsanspruch der Versorgungssicherheit auch zu diesem Thema gerecht werden können. Bedeutet das nun eine saubere Energie für Elektrofahrzeuge? Oder könnte hier wieder eine umweltschädliche Stromerzeugung zum Zug kommen? Also wir haben 70% Wasserkraftanteil in unserem Erzeugungsmix. Ich denke, dass wir da europaweit führend sind. Zum einen, zum anderen haben wir auch Enamo Ökostrom. Klar ist eins, dass Elektroauto zwingend mit erneuerbarer Energie in Verbindung zu bringen ist. Und ich denke, dass wir in Oberösterreich mit der Energie AG beste Voraussetzungen haben, hier ganz vorne mit dabei zu sein. Auf dieser Messe trafen wir Hannes Trinkel, einen ehemaligen Abfahrtsweltmeister. Wie sieht er die Zukunft der E-Mobilität? Das glaube ich, es ist gerade richtig so im Anfangsstadion, ist sicher sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn man das wirklich schön bei der Steckdose anstecken kann und dann ist es wieder vollgeladen. Also was wünscht man sich mehr? Leise ist, man hat keinen Schadstoffausstoß, also sicher eine interessante Sache für die Zukunft. Auf dieser PS-Show konnten im Elektromobilitätsbereich auch Segways getestet werden. Elektroroller sieht man hingegen bereits auf den Straßen und elektrisch angetriebene Fahrräder, sogenannte Pedelecs, erleben einen weltweiten Boom. Jedenfalls scheint eines sicher zu prognostizieren zu sein. Elektroautos werden immer mehr zum Straßenbild gehören, das will auch die internationale Politik. Denn die Umwelt ist derzeit schon genug belastet. Kommen wir jetzt zum Wintertourismus. Der größte heimische private Seilbahnbetreiber, der auch einige Skigebiete betreut, hat bei einer Pressekonferenz in Linz einige Neuheiten vorgestellt. Jetzt wird das Buchen eines Winterurlaubes um vieles einfacher. Österreichs Skiregionen blicken optimistisch in die neue Saison, die spätestens in der ersten Dezemberwoche eröffnet wird. Das wird wieder zigtausende Wintergäste auf die Pisten locken. Jetzt kann man selbst Liftkarten und vieles mehr schon im Vorhinein buchen, wie im Rahmen einer Pressekonferenz der Schulz-Gruppe in Linz vorgestellt wurde. Eine neue Internetplattform macht dies möglich. Was wurde da verändert und welchen Kundennutzen hat es nun? Ja, und da ist neu dieses Jahr unsere Buchungsplattform. Sie finden sie auf der jeweiligen Skistation unter der Homepage, können Sie buchen, sofort buchen. Sie können dort Ihren Skipass, Ihre Unterkunft, die Luxus-Hotspots, ein Restaurant direkt am Berg mit einem schönen Essen reservieren. Sie können aber auch den Zwergerl-Club für Ihre Kinderbetreuung reservieren oder auch das Skischulpaket. Dieses Familienunternehmen, das 6 Skigebiete in Tirol, Osttirol und Kärnten betreibt und damit sehr erfolgreich unterwegs ist, bietet nun diesen Service an. Um welche Skigebiete handelt es sich dabei? Wir in der Gruppe, in unserem Familienunternehmen, bieten knapp an die 600 Pistenkilometer, die zu unserem Unternehmen gehören. Das sind Skilifte eben im Zillertal in Osttirol und der Mölltaler Gletscher in Kärnten. Speziell der noch immer sehr schneereiche Mölltaler Gletscher ist ein beliebter Trainingsort für Skinationalmannschaften mehrerer Länder. Nicht nur die Österreicher bereiten sich dort auf die neue Rennsaison vor. Ja, Mölltaler Gletscher in Kärnten, das ist sozusagen der Geheimtipp, wenn man die Skistars treffen möchte, also vom österreichischen Nationalteam, sind jetzt wirklich alle dort beim Trainieren, um sich fit zu machen für die neue Saison. Aber nicht nur die Österreicher, mittlerweile dürfen wir auch die Deutschen begrüßen und auch ein paar Exoten, wie zum Beispiel das türkische Nationalteam. Damit steht ja dem Vergnügen auf zwei Bretteln oder Snowboard nichts mehr im Wege. Ab 2. Dezember geht es los. Skiheil.
Jetzt bereiten sich die heimischen Skigebiete auf die Wintersaison vor und viele freuen sich schon darauf. Aber gerade jetzt im Spätherbst ist der Thermentourismus stark. Das wissen auch unsere ungarischen Nachbarn. Die haben sich auf Gesundheits- und Thermentourismus spezialisiert. Also nicht nur Bust und Balaton, sondern Thermen und Kultur sind bei den Magyaren jetzt angesagt. Österreich und Ungarn sind Nachbarn, die schon während der K&K-Zeit ein besonders freundschaftliches Verhältnis hatten. Das hat sich bis heute erhalten. Viele Österreicher entdecken das Land der Magyaren zum Einkaufen oder wie jetzt immer öfter für den Tourismus. Donau- und Neusiedlersee sind ebenfalls in beiden Ländern vorhanden, aber es gibt nicht nur topografische Gemeinsamkeiten. Ja, das gibt eigentlich tausend Geschichten, also was wie uns Ungarn und Österreicher zusammenbindet. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, also was wir auf der Sprache von dem Tourismus fühlen können. Letztes Jahr in 2010, wir hatten ein absolutes, also zwei Jahrzehnte-Rekord als Österreich von Tourismusanzahl gehabt. Das ist erfreulich und das ist eigentlich damit zu tun, dass die gemeinsame Mentalität, die Menschen, dass sie wie uns sehr gut verstehen, also die Österreicher in Ungarn als Tourist sehr wohl fühlen. Wir promotieren in Österreich-Ungarn als Thermenland vor allem, aber für die Österreicher also muss die Kulturland Teil auch betont werden. Nicht zuletzt deshalb sind etwa 200 Touristikmanager der Einladung in die ungarische Botschaft in Wien gefolgt, wo auch das ungarische Temperament in Tanzszenen zu spüren war. Dancing-Star Balázs Eka und seine Angetraute Alice Guschelbauer ließen ihr tänzerisches Können wieder einmal aufblitzen. Mehr als 40 Hotelbetriebe oder Thermen haben sich bei dieser Veranstaltung präsentiert. Natürlich waren auch ungarische Bürgermeister oder Direktoren von touristischen Destinationen vertreten. Das unterstrich die Bedeutung, welche die Magyaren österreichischen Touristen beimessen. Schließlich ist der heimische Touristikmarkt für unser Nachbarland der wichtigste. Der Gesundheitstourismus steht hier ganz weit oben, was für die medizinische Qualität spricht. Natürlich stellen Pusta und Balaton nach wie vor Highlights dar, die ihren Reiz nie verlieren werden. Es gibt viele Gründe, die für Ungarn als Urlaubsland sprechen. Einer davon ist die Euro-Kaufkraft. Wegen der guten Preis-Leistungsfähigkeit können die Österreicher sehr viel für ihr Euro in Ungarn kaufen. Das sage nicht ich als Tourismusdirektor, der dafür bezahlt wird, also Promotion für Ungarn zu machen, sondern der Statistik Austria und Bank Austria in den Urlaubs-Euro-Rechnung. Also 100 Euro, was in Ungarn verdient, was in Österreich verdient wurde, also 100 Euro, was in Österreich verdient wurde, hat in Ungarn Minimum 150 Euro Wert. Also das nennen wir Preis-Leistungsfähigkeit. Und die Touristen fühlen das so wie ein vergrößertes Urlaubsbudget. Gerade in Zeiten wie diesem scheint dies ein gutes Argument zu sein. Und noch ein Plus, die kurze Reisezeit. Wenn man nicht gerade vom äußersten Westen der Alpenrepublik kommt, ist man relativ schnell in Ungarn, auch ohne Flugzeug. Das war's schon wieder für diesmal. Ich hoffe, dass auch für Sie etwas Interessantes dabei war. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es bergauf geht. Diese Sendung widmete Ihnen 4WD, Internationales Allradmagazin und Botros Tours.